Heute also der Tag, an dem die Maskenpflicht fällt, und zwar im Nah- und Fernverkehr. Wenn wir auf die letzten Jahre blicken, muss man sagen, es gab die Menschen, die sie ganz ohne Probleme getragen haben, etliche, die es widerwillig und mit Protest trotzdem gemacht haben, und dann diejenigen, die sich teils sogar mit Gewalt komplett davor geweigert haben, eine Maske aufzusetzen. August 2020. In Berlin gehen Corona-Leugner auf die Straße. Sogenannte Querdenker, von Masken und Abstand keine Spur. Die Szene wird von Rechtsradikalen unterwandert. Viele Menschen laufen trotzdem mit. Monatelang halten die Demonstrationen das Land in Atem. Nicht nur in Leipzig eskalieren Demonstrationen. Die Polizei muss massiv einschreiten. Es gibt hier keine Sonderrechte für Querdenker. Ganz im Gegenteil. Viele Menschen verstehen nicht, warum sie sich im Kleinsten an alle Vorschriften halten. Und bei einer solchen Demonstration gilt das Ganze nicht mehr. Die Stimmung ist gereizt und vergiftet. Im Herbst des Jahres 2021 wird ein junger Tankstellenangestellter von einem 49-Jährigen erschossen. Der Mann mordet, weil das Opfer ihn auf die fehlende Maske hinwies. Das zeigt, dass wir die Debatten in Deutschland sachlich führen müssen und dass all diese Aggression, all diese Gewalt auch im Ton ein Ende haben muss. Auch Politik und Wissenschaft diskutieren anfangs, ob eine Maskenpflicht sinnvoll und notwendig ist. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist zu Beginn offenbar noch nicht überzeugt. In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung, nehme aber eben wahr eine Bereitschaft zur Solidarität, um eben andere vor einer Infektion zu schützen. Und das ist dann ein gutes Signal. Kurz danach ist es aber soweit. Sowohl in Bus und Bahn, in Gaststätten, im Einzelhandel, am Arbeitsplatz ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Das Problem allerdings, es gibt zu wenig Masken. Teilweise satteln Unternehmen um, helfen bei der Produktion. Als der Mangel beseitigt ist, lässt das nächste Problem nicht auf sich warten. Korruption. Politiker von CDU und CSU sollen hohe Provisionen für das Beschaffen von Schutzmasken erhalten haben. Apropos Maske und Politik. Bis zuletzt saßen Maskenverweigerer der AfD mit Maske im Bundestag auf der Tribüne. Die Eigenkreation des AfDlers Thomas Seitz wurde nicht geduldet, und nicht jeder schaffte es nach Wortgefechten, das lästige Ding auch wirklich korrekt zu tragen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.